Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Prezi eine Präsentation erzeugt, die ja im Grunde so aussieht wie die, die ich jetzt gerade schon mal geöffnet habe. Um euch kurz zu zeigen, worauf es mir ankommt, starte ich mal diese Prezi. Also wir sehen am Anfang eine große Karte im Hintergrund und darauf sind Informationen angeordnet. Wenn wir in der Prezi voranschreiten, dann sehen wir erst einen Bildausschnitt der Karte zusammen mit Infos und können dann nochmal auf die Infos direkt gehen. Ja, und im weiteren Verlauf verhält sich das ganz genauso. Zuerst einen großen Kartenausschnitt und dann wieder Infos, in dem Fall zu Blumen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch am Beispiel einer komplett neuen Prezi. Also ich habe hier schon mal eine neue Prezi aufgerufen, beziehungsweise ich bin auf neue Prezi erstellen gegangen und dann das erste, was man denn sieht, ist so ein Auswahlfeld. Hier hat man die Möglichkeit, eins von verschiedenen Designs auszuwählen, die eine Grundstruktur vorgeben. Das ist für uns aber nicht relevant, weil wir eine neue, für mich nicht relevant, weil ich ja eine neue Prezi erstellen möchte. Also starte ich mit einer leeren Prezi, die ich dann selbstständig komplett neu befüllen kann. Jede leere Prezi fängt schon mal mit einem Rahmen an, in diesem Fall einem runden Rahmen. Den brauche ich nicht, deswegen lösche ich den jetzt einfach mal durch Linksklick auf den Rahmen und dann hier oben löschen. Prinzipiell ist Prezi so aufgebaut, dass man auf einer großen weißen Fläche agieren kann und Inhalte auf die große weiße Fläche legen kann und später dann sagt, okay, zeig mir erst diesen Inhalt, dann jenen Inhalt, dann diesen Inhalt und so weiter. Und so baut man dann nach und nach die Prezi auf. Als ersten Schritt möchte ich die Landkarte, die ihr auch in der anderen Prezi schon gesehen habt, in den Hintergrund legen. Um ein Bild in eine Prezi reinzuladen, nutzen wir oben den Button Einfügen und dann in dem Fall auf Bild. Hier suche ich jetzt die Landkarte aus, die ich gerne haben möchte und öffne diese. Dann wird die in die Prezi reingeladen und ist hier drin verfügbar und verschiebbar als Element. Kurz zu den Elementen an sich. Also wenn ein Element angeklickt ist, das zählt jetzt nicht nur für diese Bilder hier, also für Bilder wie diese, sondern auch für Textfelder zum Beispiel und auch Videos. Die haben dann hier oben eine Menüleiste und an der Seite Anfasser. Mit diesen Anfassern kann man die Elemente vergrößern und verkleinern und auch hier, wenn man hier drüber weggeht, sogar drehen. In meinem Fall soll jetzt die Landkarte sehr, sehr groß sein, weil sie im Grunde der Hintergrund sein soll für alles, was ich jetzt noch weiter mache. Was will ich jetzt aber machen? Ich möchte meine Bilder von den Blumen hier auf dieser Zeichenfläche platzieren und dann auch noch meine Informationen. Wie man jetzt Bilder in dieses Prezi reinbekommt, haben wir eben gerade schon mal gesehen. Ich mache das jetzt noch zweimal, und zwar einmal für den Kaktus. Das ist das eine und das andere noch für die Orchidee, also hier oben wieder auf Einfügen, Bild, Orchidee. Und öffnen und dann kommen die beiden Bilder in die Prezi hinein. Die schiebe ich jetzt schon mal in etwa in die Regionen, in die ich sie dann später auch haben möchte und passe die Größe auch entsprechend an. Okay, gut, die anderen Informationen, die jetzt noch zu den Bildern ebenfalls angezeigt werden sollen, bestehen ja aus Text. Und damit der Text richtig dargestellt wird, beziehungsweise auch anständig leserlich ist, möchte ich den auf einem weißen Grund präsentieren. Dafür brauche ich dann die Rahmen, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Hier oben sehen wir gerade ausgewählte runde Rahmen.
Ich möchte aber einen rechteckigen Rahmen, deswegen klicke ich hier auf den Button, wähle das Rechteck aus und kann dann einfach durch Ziehen dieses Symbols in meiner Arbeitsfläche einen Rahmen in die Arbeitsfläche ziehen. Ja, diesem Rahmen kann ich dann noch eine Hintergrundfarbe geben und die Größe anpassen, ganz genau wie auch mit den Bildern. Gut, dann kann ich anfangen, den Rahmen zu befüllen. Damit fange ich gleich mal mit dem Bild an. Das verschwindet jetzt erstmal. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wenn wir den Rahmen dann verschieben, erscheint das Bild auch wieder. Okay. So, ich ordne das mal richtig an und möchte jetzt noch die weiteren Informationen einfügen. Die habe ich hier in einer Textdatei vorbereitet. Das wäre zum einen die Kakteen. Das kopiere ich jetzt mit STRG und C, Tastenkürzel, und füge das hier in die Prezi ein. Um ein Textfeld zu erzeugen, brauche ich in Prezi nur einmal mit der linken Maustaste klicken auf einen Bereich. Wenn vorher noch ein Objekt darunter ist, wie man es eben gerade vielleicht kurz gesehen hat, wird das erst markiert, dann einfach nochmal links klicken, nochmal links klicken, bis irgendwann das Textfenster erscheint. Das sind maximal 2 oder 3 Klicks. Dann kann ich hier den Text einfügen. Hier oben lässt sich jetzt darstellen, ob das oder auswählen, ob das jetzt ein Titel, Untertitel oder Textkörper sein kann. Das bezieht sich allerdings nur auf die Schriftart, die dann voreingestellt ist, und den Schriftschnitt. Macht das Ganze ein bisschen leichter. Auf die restlichen Dinge gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht ein, weil man das im Grunde auch kennt von Zeichenprogramm. Ja, jetzt habe ich die Überschrift hier drin und kann auch die wieder ganz genauso wie das Bild und die anderen Elemente vergrößern. Auf die gleiche Art und Weise bringe ich jetzt noch die restlichen Informationen hier auf die Folie. Einfügen als Textkörper. Hier mit dem Anfasser lässt sich das Textfeld noch mal ein bisschen kleiner machen oder schmaler machen, so dass ich das noch etwas kompakter darstellen kann. Und damit ist die Folie auch schon fertig. Das gleiche mache ich jetzt noch für das gleiche mache ich jetzt noch für die andere Folie, und zwar für die Orchideen. Also wieder einen rechteckigen Rahmen hereinziehen. Den möchten wir gerne in weiß, etwas größer, um die Informationen reinzupacken. Das Bild dafür etwas kleiner, in den Rahmen platzieren, dann bewege ich den Rahmen wieder, damit man das Bild wieder angezeigt bekommt. Und dann gehe ich ein bisschen rein, um meine Informationen darauf zu verteilen. Wieder die Überschrift. Hier oben mit der Leiste kann man übrigens auch das Textfeld schon etwas positionieren. Das ist natürlich nicht immer nötig, nicht immer braucht man das, weil man kann ja auch im Nachhinein das Element noch verschieben. Die anderen Informationen. Und dann ist auch diese Folie schon fertig. Ja, jetzt habe ich schon das Wort Folie benutzt. Ich habe ganz am Anfang schon einmal angedeutet, dass Prezi ja im Grunde wie eine große Zeichenfläche ist. Auf der Zeichenfläche bewegt sich letztlich irgendwie die Kamera oder eine Kamera, sowas wie eine Kamera. Auf jeden Fall muss man dem Programm sagen, in welcher Reihenfolge die Informationen angezeigt werden sollen. Und momentan ist es so, dass wir hier schon 2 Folien haben. Diese Folien entsprechen den Rahmen, weil jeder Rahmen, den ich hereinziehe, automatisch eine neue Folie erzeugt. Also die Präsentation bestünde jetzt quasi einmal aus dieser Ansicht und dann aus dieser Ansicht. Jetzt ist es aber so, dass ich ganz am Anfang ja noch einmal die Karte zeigen möchte. Und um das zu machen, brauche ich auch wieder einen Rahmen. Dafür kann ich im Grunde jeden beliebigen Rahmen nehmen, aber ich möchte einen unsichtbaren haben, weil der den Vorteil hat, dass er keine Ränder hat. Ich
ziehe mir also den unsichtbaren Rahmen hier in das Feld hinein und mache den entsprechend groß, um eine Übersicht über die komplette Landschaft zu verschaffen. Das ist meine Blumenwelt, darauf sind die Informationen. Dieser Rahmen ist jetzt hier nun an der dritten Stelle gelandet, weil ich den ja eben gerade erst reingezogen habe. Um die Reihenfolge hier einfach zu verändern, brauche ich hier nur eine von diesen Folien anklicken und kann die an die entsprechende Stelle ziehen. Nach dieser ersten Ansicht möchte ich gerne eine Übersicht über diesen Bereich hier machen, in dem die Kakteen wachsen. Also ziehe ich mir wieder einen unsichtbaren Rahmen ins Feld, vergrößere den entsprechend, um ja auch ein bisschen Übersicht zu schaffen, beziehungsweise mache die Informationen zu den Kakteen noch etwas kleiner, um mehr von der Landschaft zu sehen. Und das gleiche auch für die Orchideen, die wachsen bei mir auf dieser Inselgruppe, deswegen zeige ich hier mit dem Rahmen die Inselgruppe. Noch die Reihenfolge verändern, also von dieser ersten großen Ansicht möchte ich erst die Kakteen anzeigen, beziehungsweise wo die sich finden. Dann Informationen zu den Kakteen, dann soll mir die Inselgruppe angezeigt werden, deswegen habe ich die Folie jetzt gerade auf die Stelle 4 geschoben und schließlich die Orchideeninformationen. Damit ist die Präsentation jetzt prinzipiell fertig. Wenn ich hier durchklicke, sehe ich das Bild Nummer 1, Bild Nummer 2, Bild Nummer 3, 4 und 5. Auf der Startfolie soll allerdings noch eine Überschrift sein. Diese Überschrift ist im Grunde wieder nichts anderes als ein Textfeld, in dem ich jetzt meine Blumenwelt reinschreibe. So soll meine Präsentation heißen. Im Grunde das Ganze kann vielleicht noch ein bisschen größer dargestellt werden, aber es lässt sich trotzdem noch schlecht lesen, deswegen möchte ich dahinter noch ein farbiges Feld. Dafür nehme ich wieder einen Rahmen, und zwar wieder einen rechteckigen Rahmen und platziere den hier über der Blumenwelt, passe den hier mit den seitlichen Anpassern von der Größe her an und gebe dem anschließend eine Farbe. So, jetzt ist wieder der Inhalt verschwunden. Wenn ich das Fenster bewege, taucht der Inhalt wieder auf, also keine Panik. Okay, gut, jetzt habe ich aber dadurch, dass ich einen Rahmen eingesetzt habe, einen neuen, wieder hier eine Folie erzeugt, die eigentlich nicht Bestandteil meiner Präsentation sein soll. Insofern möchte ich jetzt ganz gern mal wissen, wie sich diese Folie entfernen lässt. Das geht ganz einfach, und zwar müssen wir hier auf Pfad bearbeiten klicken und dann kann ich hier über den Folien ein X drücken, wodurch ich die Folie entsprechend lösche. Was zeigt uns dieses Pfadbearbeiten, dieser ominöse Pfad an? Der zeigt uns an, wie jetzt gerade der Verlauf ist über meiner Präsentation. Also von dem ersten Element hier geht es hier runter zum zweiten Element, was angezeigt wird, und dann hier zum dritten Element, zum vierten und so weiter. Bei Pfadbearbeiten kann ich außerdem neue Elemente hinzufügen. Und zwar, indem ich hier dann einfach, also man sieht das hier dadurch, dass wenn ich über so ein Element gehe, erscheint eine neue Zahl und das wäre dann eben die sechste Ansicht. Wenn ich jetzt hier klicke, wird eine neue sechste Folie erzeugt und das ist genau die, die ich eben gerade auch schon mal gelöscht habe, möchte ich nicht haben. Aber ganz am Ende möchte ich trotzdem nochmal meine ganze Präsentation sehen, das erscheint mir sinnvoll. Deswegen kann ich hier am Ende nochmal wieder auf die erste Folie klicken und bekomme die nochmal an das Ende gesetzt. Wenn ich fertig bin mit der Bearbeitung des Pfades, gehe ich hier wieder auf den Button und bin normal in der Bearbeitungsansicht. Damit ist die Präsentation jetzt fertig und wir können uns die mal angucken, um zu schauen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, hier oben auf Präsentieren. Das ist die zweite Folie mittlerweile schon. Eine Umgebungsansicht mit den Details, die Orchideen-Umgebungsansicht mit den Details und ganz am Ende nochmal alles. Die Präsentation ist somit durch, fertig. Ja, ich wünsche
damit noch viel Spaß beim selber Prezi ausprobieren. Verabschiede mich und blende ganz am Ende nochmal die Lizenzen ein zu den Bildern, die ich hier im Rahmen der Präsentation benutzt habe.